Ich hoffe, du weißt jetzt, wer hier das Sagen hat. Noch nicht so ganz. Ich hab's immer noch nicht kapiert. Dann werde ich's dir wohl nochmal erklären müssen. Worauf wartest du? Ja, Treffer. Okay. Ja, das war nicht mal ein gelungener Kampf, ne? Mal ein bisschen aufpassen, dass wir mit unseren Grocks und Rums jetzt hier nicht ganz so verschwenderisch... Was? Hast du jetzt noch was zu sagen? Nein. Dann brauchst du auch kein Kopftuch mehr. Ja, alles klar. Kopftuch eines Piraten erhalten. Das setzen wir auch gleich mal auf. Dann haben wir hier einschüchtern plus 5 und reisen direkt zu dem Stone, zu dem Schmied. Hier bei unser Schnellreisemenü. Piratennest. Gut, da sind wir wieder. Der Hut steht ihm ja gut. So, Mr. Stone. Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich kenne nur einen Lago und der ist nicht auf Takarigua. Ja, pass mal auf. Und wie komme ich dann an sein Kopftuch? Sieht ganz so aus, als wenn das Ding wirklich Lago gehört. Er sitzt in Puerto Sacarico im Knast. Mal angenommen, ich glaube dir. Dann brauche ich einen Dietrich, um ihn da rauszuholen. Wenn du es wirklich ernst meinst, ist dir der Spaß bestimmt 500 Goldstücke wert, richtig? Nee, ist er nicht. Lago sagt, du schuldest ihm Geld. Blitz und Donner! Der Langfinger sitzt wirklich im Knast. Sag ich doch. Hier, nimm den Dietrich und beeil dich, sonst knüpfen sie ihn noch auf. So, Dietrich erhalten. Erzähl noch mal. Wie ist die Lage? Unsere Klingen sind scharf und unser Pulver ist trocken. Außerdem haben wir ein dickes Tor. Da kann die Inquisition ruhig kommen. Und wenn sie über den Strand angreifen? Ach, weißt du, wenn die Protektoren ein Tor sehen, dann greifen sie das auch an. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Aber die Mistviecher kommen aus dem Meer. Vor ein paar Nächten stand eine riesige Krabbe direkt vor der Kneipe. Wenn wir nicht aufpassen, holen sie uns noch im Schlaf. Ich habe die Krabben mit Blake erledigt. Dann wollen wir mal hoffen, dass sie nicht wiederkommen. Du willst doch bei Stahlbart anheuern, oder? Ei. Dann beeil dich mal, damit ihr wegkommt. Wir brauchen keine Mistviecher hier. Ja, erzähl doch mal hier. Zeig mir deine Klingen. Ei. So, was hat er denn da? Bauplan für einen Krummsäbel. Goldbrocken 1 von 1, Schwert Rohling haben wir noch gar nicht. Steht auch gar nicht so richtig drin, was der genau kann, dieser Krummsäbel. Was hat er noch? Dolch, das sind hier diese Wurfdolche. Ja, Schaden 20, Entermesser. Schaden 20 bis 25, Hiebwaffen plus 5, Machete, Hiebwaffen plus 10. Schaden 25 bis 30. Säbel, Hiebwaffen plus 10, Schaden 30 bis 40, Piratensäbel, Goldkosten 1000, Hiebwaffen plus 10, Schaden 35 bis 50. Ja, so eine bessere Waffe, die täte uns ja schon ganz gut mal. Aber gut, müssen wir mal ein bisschen sparen noch, ne? 450 Gold haben wir. Kommen wir später wieder. Ich reise mal direkt hier wieder zurück zu dem Lago. So. Und dann wollen wir ihm mal den Dietrich mal geben. So.
Ich habe hier den Dietrich, den du wolltest. Bestens. Dann kannst du jetzt mal sehen, wie ein Meister das macht. Da los, worauf wartest du? Los, worauf wartest du? Los doch! Ich hoffe, du vergisst das nicht. Ah, die Patty, die haut doch ganz schön rein, ne? So, Carter. Er ist jetzt verärgert. Du hast den Gefangenen befreit. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte, ich lass dich mal am Leben. Was bei allen Göttern willst du von mir? Na, erstmal nichts. Ich bleib mal hier bei dem Lago. Danke, dass du mich befreit hast. Du hast was gut bei mir. Hier, nimm schon mal den Dietrich. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man damit umgeht. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich mal zum Piratennest aufmachen. Willst du deine Sachen nicht wiederhaben? Heißt das, du hast alle meine Sachen bei dir? Na, nicht ganz. Nur einen Teil. Dann behalt den Krempel erstmal. Wenn du mir alle meine Sachen wiederbringst, lasse ich 1000 Goldstücke dafür springen. Oh, das ist aber großzügig. Ich denke mal, wir werden ihn mal begleiten, weil er hat ja jetzt auch irgendwie auch gar nichts dabei hier an... Warte, ich komme mit. Gut, dann wollen wir mal. Neue Questfolge Lago. Er hat ja auch gar nichts dabei hier an Waffen, wollte ich sagen. Und wenn er da durch den Dschungel geht und da die Eingeborenen herumlaufen, wie die Wilderer. Vielleicht kann er uns da noch ein bisschen zur Seite stehen. Und noch bleib schön an meinem Heck. Ja, machen wir. Wir haben auch noch Patty dabei. Vielleicht können wir die Quest gleich miterledigen, hier die Kopfgeldgeschichte. Folge mir! Jo. Oh, da sind schon hier die ersten Krallenaffen. Oh Scheiße, tu mir nichts! Na, kein Ding, machen wir. Und wir müssen auch aufpassen, hier von den Fallen war ja hier auch die Rede, dass wir da jetzt nicht irgendwo reintappen. Und pass auf die Lago hier. Zeig's ihm! So. Okay, wie sieht's da nicht aus mit Patty? Hat sie noch einen Grog? Ich hab noch Grog übrig. Na, sie hat noch. Alles klar. So, Lago. Folgt mir einfach. Oh, da hinten, da sind ja hier schon die mit den Sperren da. Das sind doch schon hier die Eingeborenen. Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir da jetzt nicht irgendwie reinlatschen. Aber er läuft da auch irgendwie einfach nur weiter. Sieht er das nicht, oder? Hier, warte mal ab. Los doch! Alles klar. Okay.
holen wir uns mal hier die Köpfe, einmal Kopf erhalten. Beim Nachtanken. Patty, alles klar hier? Ich hab noch Grog übrig. Ja, sie hat noch. Also Lago müssen wir uns auch gleich mal angucken. Der hat hier ja mit den Sperren hier ganz gut reingehauen. Das gleich liegt hier noch einer rum. Hier ist noch einer. So einmal Jadestein erhalten, einmal Kopf erhalten. Und dann war doch hier noch ein dritter. Da. Bleib schön an meinem Heck. Ja. Sekunde, hier ist noch ein Speer. Da ist noch eine Machete und er hatte doch auch hier noch Speere dabei. Na, finden wir jetzt nicht, ne? So müssen wir ihm. Folge mir! Da ist noch ein Speer. Aufpassen jetzt hier, Lago, nicht dass wir. Oh. Das war auch hier welche. Oh, Glück hier, ey, dass ich das hier mit der Leertaste hier sofort. Also das. So, da ist schon wieder hier so ein Wildschwein. Folg mir einfach! Oh Scheiße! Tu mir nichts! Abwarten, abwarten. Zeig's ihm! Los doch! So. Bleib schön an meinem Heck. Na ja. Worauf wartest du? Ja, die macht es dir ganz alleine klar. Die Patty, ne? Die haut echt gut rein. Okay. Folge mir! Ja, wir brauchen immer noch ein bisschen mehr hier, ja. Aber, auch Rüstung und auch hier mit dem Schießen. Das werden wir auch mal ein bisschen besser treffen hier. Wir hauen immer daneben. Das, ja, da sind wir immer noch nicht so gut. So, jetzt aufpassen, nicht wieder in so eine Falle hier rein latschen. Aber wir sind schon wieder einigermaßen raus aus dem Dschungel. Oh, da sind wieder hier vier von denen. Tu mir nichts! Los, worauf wartest du? Zeig, was du kannst! So. Los doch! Los, worauf wartest du? Leg dich mit einer Stahlbart an. Rohes Fleisch. Ja, hier ohne Patty, da würden wir das gar nicht packen, ne? Hier, die sind einfach viel zu heftig hier und wie mit unserem Skill hier, das, naja. Folg mir einfach! Jo, machen wir. Wir müssten eigentlich auch gleich da sein. Und wir müssen unbedingt mal wieder ein bisschen Fleisch braten. So. Da sind noch hier ein paar von den Krallenaffen hier. Aufpassen jetzt. Oh Scheiße, tu mir nichts! Ja.
So. Da ist noch so eine Schädelblüte hier. So, Lago. Dann müssten wir das schön an meinem Heck eigentlich gepackt haben, ne? Folgt mir einfach. Ja. Da ist ja auch schon das Lagerfeuer. So. Na, bleiben wir mal dran. Alles klar hier. Die holen wir uns später. Na, da ist auch noch ein Feuer. So, da sind wir. Ich gehe dann mal einen trinken. Du weißt, wo du mich findest.